Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei NS15 hier auf der Karte Belgic Profonte. Das Wetter ist gerade genauso wie bei mir draußen. Sehr regnerisch. Aber naja. Wir hatten ja hier aufgeladen, ne, vom Seedmaster. Und müssen jetzt mal schnell nach Hause fahren, denn das falsche Licht. Wann nochmal? Da. Denn wir haben ja den die Seemaschine gemietet und müssen die jetzt dringend mal mit Saatgut versorgen, bevor die Stunde abläuft. So. Plant ist ja erstmal vorwiegend Maisfelder zu machen, damit wir die BGA schnell bedienen können. Denn die springt heute um 20 Uhr springt sie an. Für eine Stunde. Ja, und dann, wir haben da nicht viel drin, deswegen müssen wir mal zusehen, dass da was reinkommt. Warte mal, ich habe den an den Hof gestellt, oder? Wäre ich ziemlich sicher. Das Rohr ist ja links. Fahren wir hier rum. Einen Hahn wollte ich auch mal schlachten. So. Fahren wir das Rohr mal aus. Ein Stück ran. Was mich gerade noch so wundert, weil ich dachte immer, das hier wäre auch nochmal so ein das Lager für Dings, aber anscheinend ist hier überhaupt ein Zweck, ich weiß es nicht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Oder warte mal, ich fahre mal rückwärts rein, mal gucken, was er dazu sagt, wenn ich da abladen wollte, oder ob es da gar kein Trigger dran ist. Kann ja auch sein. Bei Kalk haben wir da und drüben, wie gesagt, Saatgut. Doch, ich könnte hier abladen. Okay. Verwundert mich gerade ein bisschen, aber naja. Hat jetzt bei dem Wetter eh keinen Wert. Das offene Silo hier. Das heißt, man kann das dann zudecken. So, Rohr ausfahren. Ist das jetzt doch aber. Na, nee, oder? Das ist, glaube ich, dann extra so gemacht bei Überladewagen, dass es dann anders ist als beim. Ah, okay. Ja, super, dass ich extra umgedreht habe. Mist. Also nochmal rein, Moment. So, warte mal. Rückwärtsgang. So. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt jetzt funktioniert, so wie ich mir das hier vorstelle. Aber in der Theorie müsste das gehen. Einen spitzen Winkel hier. Und da fragt man sich, warum fährt man nicht einfach an Saatgut, Lager und Leder auf. Lager und Leder auf, ne? Gut, kann ich das Rohr noch irgendwie ein bisschen bewegen? Nee. Mhm.
Jetzt gucken wir mal, ob wir den hier in Position bringen können oder ob er jetzt vielleicht das gar nicht annimmt. Aber ich denke mal, das müsste ja eigentlich, so wie ihr auch gesagt habt, alles beinhalten und nicht nur... das normale Saatgut, aber... nee, es geht nicht. Nee. Schade. Und schon mal warm laufen. Und wieder reinfahren. Und dann... mal eben hier abladen. Und dann fahre ich den, lass ihn erstmal hier stehen, denn wir müssen erstmal dringend aufs Feld. Ne? Gut, dann wollen wir mal. Einmal hier rum. Noch 42 Minuten. Dann müssen wir die Maschine wieder abgeben. Auffüllen ist oben. Ich hoffe, ich habe jetzt auch ein bisschen Platz, dass ich da oben dran komme. So. Tja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warte mal. Ab hier. Ja, das stellt man sich manchmal einfach einfacher vor, ne? Jetzt haben wir wieder so Mist hier. So. Hätten wir jetzt mehr Zeit, würde ich mal probieren, ob man es mit der Schaufel eventuell aufladen kann in die Sämaschine. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Den wieder dran hier. Also nie das Saatgut zustellen. Immer dumme Idee. So. Macht nur doppelt Arbeit. Jetzt die Frage, wie viel brauchen wir? Keine Ahnung. Denn günstig ist das nicht. Ich mach's immer halb voll. Ja, 72%, also wird reichen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die vorher schlapp macht und leer ist. So. Ja, übrigens, gute Nachricht. Der Key von Aerosoft ist eingetroffen für meinen Train Simulator. Also Train Simulator 2016. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt schaffe. Ich denke mal, heute Abend wird es zu spät werden. Vermutlich wird dann da morgen die erste Folge dann erscheinen. Da schauen wir uns das Ganze mal an. So. Das Ding ja schon mal aufklappen. Sehr schön. Was sind das für eine Arbeitsbreite? Was meint ihr denn? Ich muss noch mal gucken.
6 Meter, okay. 6 Meter, da hat man doch bestimmt nicht umgestellt. So, nice. Gucken wir mal, was hier noch gespeichert ist. Ich muss nur aufpassen, es war ja irgendwas hier falsch, ne? So, Feld 8, Saat. Ja, Feld 6. Feld 6. Düngen und Säen. Kursbeginn am ersten Wegpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier noch funktioniert. Lass uns mal überraschen. Stellen wir mal ein und gucken, wo er hinfährt. Nirgendwo hin, okay. Ah, die eigentlich. Ach so. Okay. Jetzt nochmal. Das ist wieder das falsche Feld, weil das die Geschichte, was wir beim letzten Mal auch schon hatten. Also lasse ich mir nochmal die Wegpunkte anzeigen. Ja, genau. Wie kommt man darauf, dass das hier. Ach, das ist auch wieder blöd. Muss ich unbedingt mal umbenennen. So. Jetzt nehmen wir Feld 6. 5,40 Meter. Würde auch gehen. Also den erstmal löschen. Und Feld 6. 5,40 Meter. So. Ersten Wegpunkt. Ich fahre mal. Ups. Abgerutscht. Gucken, ob er da jetzt hinfährt, aber. Nein! Ich weiß jetzt mal, weil er ist mir jetzt zu doof. Gut, da ist der Startpunkt, deswegen hat er gerade rumgemuckt. Okay, dann drehen wir nochmal. Jetzt mal ein bisschen zur Hand gehen hier. So, jetzt, oder? Und sagen mal. Das ist immer wieder doof. Nu? Es kann sein, dass er dann den Rest hier zum Schluss macht. Lassen wir uns überraschen. Ja, überlegen wir selbst nochmal Hand anlegen. Manchmal ist das halt ein wenig kurios. Naja. Hauptsache läuft erstmal. So. Ja, was können wir in der Zeit machen? Wir könnten ein wenig Silage rüberfahren. Dass man den drüben nochmal reinschmeißt. Aber ich würde das, glaube ich, mit dem Unimog machen. Einen müssen wir ja eh noch wegstellen. Ach so, und ich wollte mal gucken, YouTube. Ich habe hier neue Mods drauf gemacht. Und zwar. Folgendes, einmal einen kleinen Grober hatte ich jetzt nochmal, hier den hier, für 9,7, den kaufen wir uns auf jeden Fall nochmal, weil ich mache das nicht mehr mit den ganz großen Feldern, dann fahre ich über in 2 Schritten mal drüber, wobei denn das andere Problem ist, wir haben ja keine kleine Sämaschine, ne? Naja. Da müssen wir dann auch nochmal Abhilfe schaffen und es gibt aber noch einen Kipper, so, warte mal. Und zwar hier diesen Fliegel für 7,4. Natürlich auch die Marshall gefallen mir eigentlich auch sehr gut hier, ne? Aber der kostet 14,5. Ich finde aber, der wird so ein bisschen passen zur Karte an sich, ne? Was hat denn der? 14.500 Liter? Der hat 14.000. Okay. Der ist auch geil, hier mit der Silage. Find den klasse. Okay, wollen wir den nehmen?
14, 5, das Doppelte, ne? Gut, was wollte man eigentlich sparen? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber wir können jetzt auch noch Holz verkaufen. Da haben wir noch jede Menge. Ich glaube, ich nehme den Marshall. Auch wenn der hier wesentlich billig. Ich finde den auch vielleicht ein bisschen arg günstig. Ja. Ich nehme den Marshall. Okay? Nein? Doch, zu spät. Zu spät. Die holen wir natürlich gleich ab. Na, ich wollte den Unimog nehmen. Dann kann ich mich den Anhänger hier nochmal zur Seite stellen. Ja, wir hätten auch den nehmen können, aber irgendwie ist der mir dann auch schon wieder zu hoch. Das soll ja auch dann unser Überladewagen sein. Passt das? Wir müssen gerade ziehen. Jetzt gibt es wieder Ärger. So, wunderbar. Dann auf zum Shop. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ding aussieht, ne? Da kommt nichts. Ja, mit dem anderen, den wir hatten, mit diesen Säcken, da war ich ein bisschen unglücklich mit. Der fiel mir auch von den Dimensionen nicht so ganz. Ich meine, im Zweifel hätte jetzt wahrscheinlich der Fliegel besser zum Unimog gepasst. Ne? Aber naja. Man kann nicht alles haben. Später vielleicht schon, ne? Wenn wir hier noch ein paar Felder mehr besitzen und die BGA mal richtig läuft, dann kommt auch ordentlich Geld rein. So, bin mal gespannt, wie das Ding aussieht in Natura. Ich habe den noch nicht getestet. Passt auf jeden Fall zum Dreieck. So, mal kurz gucken. Kein Nummernschild. Ja, ist okay, aber hat er irgendwelche Besonderheiten? Ich glaube nicht, warte mal. Hat mal einblenden. Nö. Nee. Ja, jetzt. Also wenn du mich jetzt fragst, hätte ich dann doch jemanden anderen genommen. Aber hey. Was soll's? So. Ja. Da muss ich auch so ein bisschen mein Cosplay da im Auge behalten, was der dann da veranstaltet. Ja, und damit wollte ich jetzt halt die Silage mal rüberbringen, wenigstens so einen Hänger voll. Einfach. Ja, die BGA quasi anzuheizen. So, kommen wir jetzt mal hier hinten rum. Ich muss hier hinten mal die Scheibe zu machen. Okay. So. Ja. Okay. Dann hole ich meinen Anhänger. Den
Was denn? Hä? Habe ich ihn hier hingestellt? YouTube? Steht da oben? Ach ja, steht da oben in der Halle. Ganz vergessen. Auch die richtige Schaufel dran. Das ist gut. So. Gut, dann wollen wir mal starten. Ja, es war jetzt ein bisschen doof, ne, mit dem Hin- und Her-Parken, aber das kann dem besten Landwirt mal passieren. Oder? Stimmt. So. Ich bin hier gerade ein bisschen wundert, ich berühre nichts. Seht ihr das? Hier ist ein bisschen komisch, ob man hier oben irgendwas drauf hat. Keine Ahnung, ob man da noch eine Plane zumachen kann oder so. Lass uns nochmal anschauen. Aber was mir gefällt, ist halt auch dieses Schutthaufen-Prinzip, ne? Aber was hätte der Fliege auch gehabt? Jetzt hör mal auf. Der Anhänger ist toll. Okay, da sind wir schon wieder durch. Wie gesagt, ich guck mal mit dem Train Simulator, ob ich den eventuell heute Abend noch rausbringe, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht. Ne? Heute um 14 Uhr kam hier auch Autobahnpolizei-Simulator. Könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Würde mich freuen. Und hier, das finde ich ein bisschen komisch jetzt. Aber naja. Was soll's. Gut, hier machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Ich schaue nochmal kurz, ob er vielleicht doch was zum Zudecken hat. Das wäre dann ein N, ne? Ne, nichts dabei. Egal. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Restabend und oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr seht. Und macht's gut und danke für euer Feedback. Ciao, YouTube.